10.000 Fotos und jetzt. Ich zeige Ihnen, wie Sie Fotos von Ihrem Handy auf Ihren PC bringen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Die erste Möglichkeit ist eine direkte Verbindung mit einem USB-Kabel von Ihrem Handy auf den PC. Stecken Sie beides ein, das mache ich nun. Hier meldet der PC, ich habe ein Galaxy S3 angeschlossen. Prima. Tja, und wo ist das nun? Gehen Sie hier zum Windows Explorer. Wenn Sie den nicht finden, gehen Sie hier auf das Microsoft-Logo, machen Sie einen Rechtsklick und sagen Sie hier Explorer. Das ist dasselbe. Explorer. Das Fenster ist manchmal zu klein. Ich zeige mal, wie es oft aussieht, zum Beispiel so. Packen Sie es am oberen Rand und lassen Sie es ganz oben wieder los. Oder machen Sie hier einen Doppelklick, dann ist es so groß wie der Bildschirm. Wo sind nun meine Bilder? Ich habe ja mein Handy angeschlossen. Sie sehen hier links irgendwo den Namen Ihres Handys. Hier Galaxy S3. Ich klicke hier drauf. Was sehe ich? Ich sehe eine Karte und ein Telefon. Was ist der Unterschied? Das Telefon, das ist wirklich der interne Speicher meines Handys. Und das ist eine zusätzliche Karte, die habe ich gekauft und eingesteckt und da hat es noch viel Platz und wie immer, mein Handy ist übervoll mit irgendwelchen Daten. Das ist ja ein Dauerproblem, das Handy ist immer voll. Und das motiviert ja auch, die Bilder endlich vom Handy runterzuladen. Nun weiß ich aber nicht, wo die Bilder sind. Ich mache hier beim Telefon mal einen Doppelklick. Tja, und jetzt, wo sind meine Bilder? Ich zeige hier ein paar Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, all diese Ordner einmal zu öffnen mit einem Doppelklick und zu staunen, ach, da ist ja ein Bild. Ich gehe hier wieder zurück. Hat es noch andere Bilder? Vielleicht bei DZIM in diesem komischen Ordner hier. Denn auch meine Kamera macht meistens einen solchen Ordner. Ich gehe da mal rein. Kamera, tönt gut, Doppelklick. Da ist nichts drin. Warum? Das hängt mit den Programmen zusammen, die Sie gebrauchen beim Fotografieren mit Ihrem Handy. Es gibt ja verschiedene Bildprogramme oder Kameraprogramme auf Ihrem Handy. Offenbar wird das hier nicht gebraucht, aber wie komme ich nun weiter? Ich will ja wissen, wo meine Bilder sind. Ich gehe wieder zurück. Und zwar öffne ich einmal hier links mit einem Klick auf diesen Pfeil die Karte und wieder das Telefon. Dann sehe ich hier wieder dasselbe wie vorhin, aber ich habe nun ganz klar das Telefon ausgewählt und ich suche nach Bildern. Die Suche mache ich hier oben rechts und zwar tippe ich ein Stern.jpg. Denn die Bilder haben diese Dateiendung und jetzt rattert mein PC und bringt alle Bilder hier, die sich auf dem Telefon befinden. Das, Sie sehen, das dauert eine Weile. Aber jetzt weiß ich ja noch immer nicht, wo sich die befinden. Zudem habe ich den Eindruck, hier sehe ich Bilder, die habe ich weder vermisst noch gewusst, dass die auf meinem Nattel sind. Ich suche mal nach einem Bild, das ich kenne, das ich kürzlich fotografiert habe. Das ist auch schwierig, denn mein PC, der hüpft da so herum. Wie geht das weiter? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Diese Ansicht hier, die können Sie ändern mit, drücken Sie die Ctrl-Taste unten links auf der Tastatur, plus drehen Sie am Mausrad. Sie können diese Ansicht so ganz schnell verändern. Drehen Sie so lange, bis Sie die Detailansicht haben, die so aussieht. Jetzt sehen Sie hier den Namen der Bilder, das Änderungsdatum, Typ. Das ist eben JPEG, also JPG, die Größe des Bildes. Aber jetzt hätte ich ja gerne das Aufnahmedatum. Wie kriege ich das Aufnahmedatum hin? Machen Sie hier oben in diesem Balken einen Rechtsklick und hier sehe ich, was da angezeigt wird. Aber das Aufnahmedatum, das fehlt. Gehen Sie da auf Weitere. Irgendwo steht da Aufnahmedatum, Aufnahme. Datum, hier habe ich es. Ich setze hier einen Haken. Okay. Und jetzt, wo ist das Aufnahmedatum? Es ist versteckt
Zupfen Sie hier, wenn dieser Hin- und Her-Pfeil erscheint, an dieser Wand und stellen Sie diese Wand ein bisschen zur Seite. Klar, das Vorschaubild wird ein bisschen kleiner, aber ich habe dafür das Aufnahmedatum. Sie können auch diese Spaltenüberschrift packen und hier vorne wieder loslassen, denn das interessiert mich am meisten. Und wenn ich jetzt hier in diese Spaltenüberschrift einen Klick mache, dann werden alle meine Bilder nach dem Datum sortiert. Also das ist doch schon einmal eine Hilfe. Hier oben sehe ich aber, Microsoft ist immer noch am Raspeln und sucht meine Bilder. Jetzt habe ich zwar die Detailansicht und ich weiß, jetzt sind alle Bilder gefunden. Ich sehe hier unten und staune, 1277 Bilder, das ist ja unglaublich. Also wie geht's weiter? Ich drücke wieder die Ctrl-Taste und drehe wieder am Mausrad, denn ich will diese Ansicht da ein bisschen vergrößern. Ich hätte ja gerne die Bilder gesehen. Das dauert wiederum, das ist ziemlich langsam. Ich suche also nach einem Bild, das ich kenne. Zum Beispiel das hier. Aber wo ist das gespeichert? Und ich habe das ja gar nicht selber gemacht. Ich habe das mit einer WhatsApp-Nachricht erhalten. Also müssen ja alle WhatsApp-Bilder irgendwo gespeichert sein. Ich gehe der Sache mal nach. Ich mache einen Rechtsklick auf diese Datei hier. Rechtsklick, Eigenschaften. Und siehe da, ganz klein sieht man das bereits hier. Das ist also bei Pirmin Galaxy, Phone, WhatsApp und dann... Ich klicke mal hier rein und gehe mit den Pfeiltasten nach rechts... Also WhatsApp Media und dann WhatsApp Image. Jetzt kenne ich den Pfad. Also kann ich jetzt dieses Bild finden. Wenn ich hier die Suche nicht verlassen möchte, dann drücke ich einfach Ctrl N wie neu. Und dann habe ich ein zweites Fenster hier, das genau dasselbe wieder sucht wie vorhin. Wenn ich das hier oben packe, sieht man das. Es ist eine Verdoppelung. Und ich gehe nun wirklich hier bei Galaxy Phone, weit unten zu WhatsApp, Doppelklick, Media, Doppelklick. Und, da sieht man, WhatsApp hat noch Tonaufnahmen, Bilder, Profilfotos, Video und so weiter. Und hier WhatsApp Image, das muss der Ordner sein. Doppelklick. Und was steckt hier drin? Boah, unglaublich. 619 Elemente stecken hier drin. Also hier irgendwo ist das Bild, das ich gesucht habe. Was mache ich mit all diesen Bildern? Ich hole die doch mal einfach zu mir. Ich klicke auf ein Bild und drücke Ctrl A. Also ich möchte alles auswählen. Ich gehe da mal nach oben. Diesen Ordner Send, den möchte ich aber nicht. Ich drücke nochmals die Ctrl-Taste, klicke auf diesen einen Ordner, denn den möchte ich nicht ausschneiden. Und jetzt mache ich stellvertretend für alle anderen Bilder einen Rechtsklick hier drauf, sage Ausschneiden und zügle den irgendwo bei mir auf den PC. Wie das dann weitergeht, zeige ich im nächsten Film. Aber ich gehe da nochmals zurück zu meiner Suche, bevor ich irgendetwas ausschneide und auf meinen PC kopiere. Ich gehe entweder hier zurück, oder ich habe ja hier hinten noch die Suche offen. Ich könnte jetzt auch dieses Fenster hier nach rechts schieben und links das andere Fenster offen haben oder das rechte Fenster parkieren und das hier groß machen. Da bin ich also wieder bei meiner Suche. Ich gehe nochmals aufs Telefon hier und schaue mir das noch genauer an, wo es denn da noch Bilder hätte. Also ich sehe hier, es hat einen Dezim-Ordner. Kamera. Vielleicht ist da was drin, Kamera. Nein, offenbar braucht mein Nattel diesen Ordner nicht. Aber es hat hier unten noch ein Panorama. Da hat es Bilder drin und so weiter. Und mit der Zeit wissen Sie genau, wo Ihr Handy Ihre Bilder speichert. Machen Sie sich irgendwo eine Notiz. Und da habe ich ja noch eine dazu gekaufte Karte. Ich gehe mal auf diese Karte und sehe hier, natürlich hier hat es ja noch einen Ordner Dezim. Das ist übrigens dasselbe wie hier rechts. Ich mache mal einen Doppelklick. Dezim deutet immer auf Bilder hin. Doppelklick.
Hier bin ich in diesem Ordner, da hat es offenbar nochmals Kamerabilder, Doppelklick und siehe da, hier hat es ja nochmals ein paar hundert Bilder. Im nächsten Film zeige ich, wie Sie die auf Ihrem PC holen, aber bedenken Sie, es hat sich ja so eingebürgert, dass nach einem Essen alle ihr Handy zücken und Bilder zeigen. Wenn Sie natürlich Bilder jetzt von Ihrem Handy löschen, also auf Ihren PC zügeln, dann sind Sie nicht mehr auf dem Handy. Aber ich empfehle Ihnen, die Bilder nicht an zwei Orten zu speichern, denn das nächste Mal, wenn Sie wieder Bilder auf Ihren PC laden, haben Sie ein heilloses Durcheinander, weil Sie Bilder doppelt haben. Also ich würde mich immer entscheiden, hier weg und auf den PC, oder wenn Sie sie noch auf dem Handy lassen möchten, dann löschen Sie sie hier noch nicht und kopieren Sie sie auch nicht auf den PC. Das war's.